Willkommen zum Mathematik macht Freude Freunde Videozyklus zum Arbeitsblatt Physikalische Anwendungen der Differential- und Integralrechnung. Mein Name ist Irene und ich bin dein Coach für dieses Arbeitsblatt. Ich gebe in diesem Video auch gleich einen kurzen Überblick, was wir alles lernen werden. Wir besprechen die drei Grundgrößen Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Diese sind in unseren Beispielen immer von der Zeit abhängig. Wir werden also sogenannte Weg-Zeitfunktionen betrachten. Auf der horizontalen Achse ist die Zeit aufgetragen, auf der vertikalen hier s von t, also der Weg. Wir werden auch Geschwindigkeitszeitfunktionen und Beschleunigungszeitfunktionen behandeln. Das t steht für Time, steht deshalb für Zeit. Nimm dir kurz Zeit zu überlegen, für was könnte denn s, v und a stehen. Das S kann man sich merken mit Strecke, V kommt aus dem Englischen Velocity und A auch aus dem Englischen Acceleration. Und von diesen drei Grundgrößen werden wir auch Änderungsraten anschauen, zum Beispiel die mittlere Änderungsrate. Für den Weg sieht sie so aus: S von 5 minus S von 2 durch 5 minus 2. Und so viel sei verraten, es ist nicht Zufall, dass das wie drei Spalten aussieht und dass die mittlere Änderungsrate des Weges in der Geschwindigkeitsspalte steht. Es ist auch nicht Zufall, dass die Änderungsrate der Geschwindigkeit in der Beschleunigungsspalte steht. Wenn wir dann nicht mehr zwei Punkte haben, sondern diese so nahe aneinander bringen, dass es quasi ein Punkt ist, dann sprechen wir von der momentanen Änderungsrate. Diese erhalten wir für den Weg, wenn wir ableiten. Also die Ableitung des Weges nach der Zeit ist die Geschwindigkeit. Und den Weg zweimal abgeleitet ist dasselbe wie die Geschwindigkeit einmal und das ist dann die Beschleunigung. Diese Zusammenhänge können wir auch mit dem Integral aufzeigen. So ist zum Beispiel das Integral von der Beschleunigung die Geschwindigkeit und das Integral von der Geschwindigkeit ist der Weg. Das war jetzt allerdings schlampig gesagt. Ich ergänze das noch kurz. Eigentlich müsste ich sagen, das Integral von der Geschwindigkeitsfunktion ergibt mir eine Wegfunktion. Aber das ist eine Stammfunktion, man müsste korrekterweise auch noch plus c hinschreiben. Oder, so wie es bei physikalischen Anwendungen oft gemacht wird, ich müsste hier konkrete Grenzen hinschreiben. Also in welchen Grenzen ich das Integral von dieser Geschwindigkeitsfunktion berechne. Dann haben wir ein bestimmtes Integral, das mir einen zurückgelegten Weg angibt. Gut. Ich werde im Video dann auch immer das Arbeitsblatt herzeigen, rechne jedoch an eigenen Beispielen, sage aber immer am Anfang und am Ende des Videos, was du jetzt am Arbeitsblatt ausfüllen kannst, welche Bereiche, und ich werde auch mitdokumentieren, welche Bereiche wir schon gemacht haben. Und so können wir das Arbeitsblatt nach und nach bravourös meistern. Dann lass uns gleich loslegen.